In diesem Video möchte ich euch gerne sagen, was ich unter einfühlsamer Kommunikation verstehe. Es geht mir um eine Sprache als Ausdruck eines Bewusstseins, das angebunden ist mit der Essenz unseres Seins, mit dem göttlichen Funken in uns oder unserem höheren Selbst. Wenn wir mit diesen Qualitäten verbunden sind, dann stehen wir in direkter Verbindung mit Wahrhaftigkeit, Liebe und Mitgefühl. Und genau das ist es ja, was unser menschliches Wesen ausmacht. Von Natur aus sind wir als Menschen ein empathisches Wesen, das sich mitfühlend in andere Wesen hineinversetzen kann. Leider wurde die heutige Sprache derart verdreht und ist alles andere als ursprünglich und natürlich, sodass es sehr schwierig ist, mit dieser Art von Sprache, mit unserem höheren Selbst, unserem göttlichen Funken in Verbindung zu bleiben. Denn anstatt unserem natürlichen Impuls zu folgen, unsere Wahrnehmung nach innen zu richten, um zu schauen, was in uns lebendig und wahrhaftig ist und das auf angemessene und einfühlsame Weise auszudrücken, haben wir gelernt, Diagnosen über uns und andere zu erstellen. Wir denken daran, was mit uns oder anderen nicht richtig ist und nicht in Ordnung, oder halten uns für faul oder fleißig, stempeln jemanden als dumm oder intelligent ab, als egoistisch oder hilfsbereit und verlieren dabei komplett den Fokus von dem, was wirklich in uns gerade aktiv ist. Und einfühlsame Kommunikation, die hilft uns, den Fokus unserer Aufmerksamkeit wieder nach innen zu richten, um wieder mit dem, was in uns lebendig ist, in Kontakt zu kommen und das auf wahrhaftige und angemessene Weise nach außen hin auszudrücken und gleichzeitig wertschätzend und einfühlsam mit unserem Gegenüber in Kontakt zu treten. Wir lernen dabei wieder, welches Geschenk es ist, uns oder anderen unsere Präsenz in Wahrhaftigkeit zu schenken. Denn nur dadurch ist meiner Meinung nach wahrhafte Transformation und Heilung möglich. Es geht also bei einfühlsamer Kommunikation eigentlich nicht um etwas Neues, sondern mehr um die Rückerinnerung an etwas, was ganz natürlich ist und mit dem wir natürlicherweise verbunden wären. Mit den menschlichen Qualitäten von Liebe, Mitgefühl und Wahrhaftigkeit. Und für mich ist die einfühlsame Kommunikation ein riesiges Geschenk, das wir uns selbst und anderen machen können, um wahrhafte Heilung und Transformation zu erfahren. Dank dieser Art der Sprache kommen wir wieder in Kontakt mit dem, was wirklich in uns und in anderen lebendig ist. Wir erlangen mehr Klarheit über uns selbst und über andere. Dadurch werden tiefere Verbindungen mit uns selbst und mit anderen möglich und gleichzeitig eröffnen sich in Konfliktsituationen Lösungsmöglichkeiten, für die vorher überhaupt kein Raum war. Ich erlebe diese Sprache als derart bereichernd und heilsam, dass es mir ein Herzensanliegen ist, dieses Wissen zu verbreiten. Und in diesem Sinne lade ich euch mit meinem Projekt einfühlsamekommunikation.de ein, diese Sprache des Herzens, des Angebundenseins mit unserem höheren Selbst, mit der Essenz unseres Seins zu erlernen, zu eurem eigenen Wohle und zum Wohle von uns allen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Tschüss!